Jetzt sitze ich hier im Auto in der Barbaros. Wir warten jetzt auf die Schwester und Schwager von Tatjana. Wir wollen die Berge zum Les-Restaurant und brauchen nochmal einen Abstecher im Rabbit Café. Privet! Tja, jetzt sind wir hier oben im Rabbit Café. Wollen nochmal ein bisschen die Aussicht genießen, bevor wir dann zum Waldcafé hier weiterfahren. Ne? Aber hier oben ist es immer wieder schön. Ne? Tut der Seele gut. Ja, nach dem gestrigen Tag. Ja, ich habe so richtig wieder so ein bisschen Probleme mit meinem Knie, der Wade und hier mit der Kniekehle. Das ist scheiße. Ne? Ja, man hilft immer anderen und dann hier gerät man selber ins Hintertreffen. Ne? Das ist im Doof. Wir haben Oktober, ne? Und die Springbrunnen sind immer noch an. Ne? Wetter ist schön, einfach herrlich. Super. Und diesen Blick hier auf Alanya. Ne? Da sind wieder die Paragleiter. Da unten sind die Ausflugsboote. Kann ich ja nicht sagen, dass es nur hier die Urlauber da an Bord sind. Einmal im Jahr mache ich ja auch mal so eine Ausflugsfahrt, was einfach immer wieder schön ist. Tatjana genießt es auch. Das sieht ja bald aus, als wenn da hinten ein Nest ist mit den Paraglidern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Paraglider. Heute haben hier auch die Läden auf. Ja? Und das kleine Café hier hat auch auf. Auch da oben, da bei der Fahne, ne? Da die Wasserspiele, die Springbrunnen. Alles an. Schön, sehr schön. Hier ist ja diese Theaterbühne. Ne? Und da an den, was sie da aufgebaut haben, auf der Plattform da, daran sieht man ja auch, dass sie hier Vorstellungen sind. Die sind immer abends. Ne? Bloß der Abend gehört ja nochmal hier in den Bodo. Und für mich geht das in Ordnung. Die meisten sind ja abends unterwegs. Aber ich liebe das abends nochmal im Bodo. Ja, hier auf diese Springbrunnen, ne? Die große türkische Fahne. Und dann hier der schöne Blick hier auf den Hafen, auf den Calais-Burgberg. Ne? Und dann das Meer. Ne? Und diese Anlage, die ist auch mehr gepflegt. Ne? Wenn man hier so rüber guckt, einfach schön. So, da ist dann das Rabbit Café. Ne, und da sieht man dann auch schon Strand da hier von hier. Das müsste schon Tosmo sein. Aber ist ja hier vorne. Na, hier ist nachher Alanya. Ne? Das ist alles Alanya. Dann Oba und dann nachher Tosmo. Und dahinter sieht man jetzt nicht. Hier dann kommt ja die Gäste, Mammutla und Kagecak. Oh, heute ist das wahnsinnig voll dort, hier im Waldrestaurant. Und eben beim Rückwärtsfahren einen Zaunfall habe ich gesehen. Und da hat er mir schon null angezeigt mit Mar auf Schlag. Hier, ich dachte schon, ich bin gegengefahren, aber ist alles okay, alles gut. Also hier sieht man schon, ne, hier alles voll mit Autos. Der da hochfährt, der wird auch rückwärts zurückfahren, so wie ich. Ah, jetzt kommt er schon zurück. Aber da scheint einer rausgefahren zu sein. Hier, aber ne, der will auch bloß zurück. Der nächste zurück. Rückwärts. Dann außer Park. Dings kommt man ja vorwärts raus. Die parken sich jetzt schon gegenseitig zu. Gut, dass ich hier nicht geblieben bin. Hier das Wasserrad. Ne? Das ist schön. Ach, das Fahrrad hier mit den Grünzeugern, ne? Da drüben bieten sie für die Kinder am Reiten. Das Tabaka. Auf dem Tisch. Nimm das dort. Ja, da mit einem großen Tablett, ne? Aber hier ist alles so voll. Da haben wir uns entschieden, wir gehen woanders hin. Auch da draußen, überall sitzen Leute. Ne, da wird man sehr lange warten müssen auf sein Essen auch. Wir gehen dann woanders hin. Aber erstmal so gucken, schauen. Ne? Oh, hier.
Pakowka, Pakowka, Pakowka. Guten Morgen, die Maschine. Die parken sich hier gegenseitig zu, das ist eine wahre Pracht. Aber, naja. Hier, da gegen diese Ecke wäre ich beinahe gegengefahren. Oh, hat schon auf Schlag auf Null angezeigt und gepiept wie verrückt. Oh, ich bin gleich auf der Bremse, buff, und alles gut gegangen. Und hier auch wieder diese großen Hunde, aber der hat ein Halsband, scheint so. Da weiß er. Und er fühlt sich wohl hier. Aber den Rücken zu uns, also hat er irgendwie Vertrauen. Er guckt zwar rüber, aber... Aber Bolschoi, ne? Bolschoi. So, sind wir mal hier hingefahren. Das ist ja auch interessant. Da oben ist auch so eine kleine alte Hütte, wo Leute drin wohnen. Da oben sieht es aus wie ein Taubenstall. Da ein altes Auto. Und hier mal schauen. Aber groß türkisches Volk ist hier auch nicht. Ach, das ist mehr so ein Trödelmarkt hier. Ah, Idiot. Also hier dieser Laden, ich dachte mir, das wäre ein Restaurant. Aber das ist so ein Laden hier, wo hier Sachen verkauft werden. Hier Tücher, Panchos, die türkischen Hosen für die Frauen, für die Männer. Auch alles Mögliche so hier. So. Aber interessanter Laden, ne? Ach, dann diese hier. Ach, Katja? Katja, pass mal drin. Pass mal drin, ich package dir. Package dir. Hier liegt auch hier so ein altes Zeug rum. Ne? Aber. Ja, Tee kann man wohl trinken, aber viel mehr ist ja nicht. Ne? Und hier von außen sieht es hier so aus. Ne? Und hier die Straße, da kommt man dann von hier Alanya. Und dann geht es hier weiter, hier zum Waldrestaurant. Also alles alten Kram. Aber die Rosen sind schön. Rose. Die Rose Kassiva. Hier Hansade Restaurant. Hansade Restaurant. Hier nochmal sehen, wie das ist. Merhaba. Das ist ja pfiffig gemacht hier. Hier drin ist Wasser. Im Tisch ist Wasser. Stop, 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 stop. Stop. Nee, hier, Water. Hm? Da, ja. Ja, da drüben ist einer mit so einem kleinen Bus. Da macht er wohl auch hier Köfte oder sowas. Und dann, wir sind jetzt praktisch in der Berge. So, jetzt wird ein bisschen leicht aufgedeckt. Auto steht auch hinten. Und ach, der Blick einfach so, ist so schön. Na, hier sind auch hier viele so eine Häuser hier so. Hier ist eine richtig kleine Siedlung hier, ne? Aber sieht ganz gut aus. Aber das ist so eine hier rein türkische Siedlung hier. Die ersten Sachen sind schon da, Salat und dann hier Joghurt mit Curry und das sieht aus wie Möhren noch mit drin. Da so ein Kräuter. Ну, у них, кстати, не такого острова, как у арабов или индийцев. Нет, нет. Тацики, да? А в Тайчине вообще там с ума сойдет. У них более как... Also diese Salate, sehr schmackhaft hier. Die haben entsprechende Gewürze, super. Die Häuser da, die gefallen noch mehr, ne? Aber es ist nicht erkennbar, dass sie tatsächlich wirklich bewohnt sind, ne? Das sieht alles so leer aus.
Ja, doch, hier oben hängt Wäsche auf dem Balkon. Das ist bewohnt. Und hier auf dem Dach, da zwei Katzen, ne? Da die eine und da die andere. Ach, die lauern auf, dass sie was abkriegen. Aber der Grill, der braucht ein bisschen, ist ja alles frisch zubereitet. Nun warten wir noch. Und er da unten mit seinem kleinen Bus, Imbissbus, ne? Im laufenden Meter hält irgendeiner an, ne? Und er macht auch sein Geschäft. Ah, jetzt kommen unsere. Sergei, der wollte Rindfleisch haben. Ne? Da hat er seine Rindfleischplatte. So. So, und wir haben die. Nee, den Nuschen, Tarelka. Und Edda hier. Und das ist jetzt hier unsere Grillmixplatte hier. Das sieht doch richtig lecker aus hier. Edda, richtig tüffig. So, zum Schluss nochmal hier einen türkischen Tee zum Abschluss. Tja, Leute, das soll es ja für heute mal wieder gewesen sein. Ne? Falls es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und ein auf die Glocke hauen. Ne? Tja, das Essen, das Fleisch war super. Total klasse. Ne? Hier und auch hier die Salate und alles, was sie da geboten haben. Ne? Also sehr schmackhaft, aber hat auch seinen Preis. Ne? Vier Personen, hier 985 Lira, ne? Mit ihr Getränke. Ne? Und ja, aber geht in Ordnung. War, wir hatten ja richtiges Lammfleisch, ne? Und hier Sergei hatte dann hier zwei so dünnere hier Steakscheiben, ne? Aber alles gegrillt, frisch zubereitet, super. So, damit ihr nochmal seht hier, wo das hier so ist, ne? Da kommt die Straße von Alanya. Und dann fährt man ja hier so in die Bergen rein. Und da sind überall diese hier Obsthändler, ne, hier und Gemüsehändler. Hat man überall. Ne? Und hier, wie gesagt, diese kleine Siedlung. Ne? Ist sehr schön angelegt, diese, auf dieser Seite zumindest die Siedlung. Ne? Das ist hier so richtige Gebirgslandschaft, ne, hier in Türkei, ne, in den Bergen. Den kaputten Tisch nun nicht, ne? Hier passiert ja auch bei uns mal, dass was kaputt geht. Aber das Haus da drüben, das sieht auch sehr, sehr schön aus. Auch die Anlage, richtig schön.